Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Gibaldo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind hier an den alten Wirkungsstätten und, Alter, ich dachte gerade, das ist ein Gegner, das ist Red. So, wir machen uns auf die Suche hier nach neuen Aufgaben und ich glaube, hier gab es noch einen Auftrag, den wir erledigen könnten. War das nicht so? Die Mitglieder der 7. Infanterie. Stimmt, ja, das war's. Wir sollen mit den Mitgliedern sprechen. Wo müssen wir da hin? Okay. Das ist. Da waren wir noch nie. Was ja nicht schlimm ist. Kann ich hier hinreisen? Wir reisen direkt mal hin. Und schauen uns das ganze Spektakel mal an. Auf unseren Schickebus. Wir müssen in diese Richtung. Kommen wir da überhaupt hin mit denen? Ich denke schon. Ich hoffe. Kämpfen will ich jetzt gerade nicht. Das muss nicht sein. Was? Eisenerz passt nicht mehr? Das ist ja frech. Okay. Ich glaube, wir sind richtig. Das sieht sehr richtig aus. Hallo, Freunde. Na, kennt ihr mich noch? Guck mal da hinten. Da hinten in der Ferne. Kommandant? Sie sind es doch, oder? Was? Was ist denn der 7. Infanterie? Kommandant, sind Sie gekommen, um uns zu unterstützen? Aber natürlich. Könnte man sagen. Wie ist die Lage? Sir, es ist uns gelungen, das Ungetüm einzukesseln. Okay. Aber wir haben es mit einem unerwartet starken Gegner zu tun. Wir hatten zwar Unterstützung angefordert, aber dass sie persönlich erscheinen würden. Im Moment verhält es sich ruhig. Aber wer weiß, wann dieses Wesen wieder zuschlägt. Wir müssen es so schnell wie möglich unschädlich machen. Und genau das tun wir. Meinst du, wir sollten ihnen helfen? Erich, ich bitte dich, ja. Hier entlang, Kommandant. Bring mich. Kampf mit dem Ungetüm. Was? Also irgendein Ungetüm aus dem Wasser? Huch. Oh. Unser Schokobo wittert irgendwas. Was ist es? Wir kommen sofort wieder, ne? Ja, komm. Ich hoffe, das Spiel sagt mir jetzt nicht, oh, du bist zu weit weg vom Missionsziel. Mithrilerz. Ja, cool. Überwinde mal. Kommen wir da nicht hoch? Dein Ernst? Da müssen wir die große Runde machen, was ja okay ist. Die verlassen sich auf uns. Die Gardisten. Ich frage mich nur, was für ein Ungetüm das ist. Kap der Krater. Ach, guck mal, da ist ja auch die Generälin. Du bist doch... Die Oberkommandantin. Entschuldigung. Was zum Henker ist das? Bleib zurück. Jawohl! Was ist das denn? Höllenreiter. Virtual Reality 2. Was? Analysieren wir direkt mal. Eine wahnsinnige Kreatur, die den Laboren von Shinras Forschungsabteilung entstammt. Dieses Wesen, halb Mensch, halb Bestie, fristete sein Dasein im unterseeischen Marco-Reaktor, bis ihm die Flucht gelang. Halb Mensch. Alter, das Ding sieht nicht mal 1% aus wie ein Mensch. Wirksam Eis. Wobei der... Okay, der Reiter. Der Reiter sieht aus wie ein Mensch. Also, einigermaßen. Ich bin dabei. Ach so, Eis, ne? Eisga geht nicht, Eisra. Es wird kalt. Keine Chance.
Oh, Magie hier. Gut gemacht. Los geht's. Los. Verdammt. Na gut. Okay, Synchro-Fertigkeit. Blütensturm. Was war das nochmal? Zeitlich begrenzte dritte ATB-Einheit. Magischer Fernangriff. Wenn wir den auf Dingens haben. Auf. Eiskalt. Ziemlich schwach. Schock. Jetzt ist er schockanfällig. Weiter. Ganz genau, Synchro-Fertigkeit. Jetzt machen wir den Blütensturm. Okay, die können gerade nichts machen. Eis. Nichts. Ah, mir fehlt MP. Das ist ärgerlich, aber gut. Es wird kalt. Mir nach. Ich? Was? Verzieh dich! Nein. Kann ich ja. Oh, Limit! Atomisator! Let's go! Das wird den umhauen. Und mein Oyo. Wir haben es nicht komplett erledigt, wie es aussieht. Aber einen Teil von dem Ding haben wir abgeschnitten. Das ist gar nicht gut. Schnell! Wir müssen die Verfolgung aufnehmen, ehe es zivile Opfer gibt. Ein Chocobo könnte seine Fährte sicher aufnehmen. Kann ich auf dich zählen? Ja. Dann los. Der Rest kommt mit zurück nach Junon. Wir müssen Bericht erstatten über die Lage. Dieses Ungeheuer kämpft ohne Gnade. Unterschätze es. Und deine Eingeweide sehen schneller Tageslicht, als dir lieb ist. Also nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Jawohl, Ma'am. Wir werden Bericht erstatten und danach kommen, so schnell es geht. Viel Glück bis dahin. Yes, gleichfalls. Tschüss, Freunde. Hier könnte der Geruchssinn eines Chocobos weiterhelfen, was du nicht sagst. Okay, ja, komm her. Mit der Crackpfeife. Oh. Ach. Was du nicht sagst. Kann ich damit irgendwas machen? Vielleicht aufpicken oder so? Nee, ne? Okay, wir müssen dem Ding folgen. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Aber hier. Wo geht's weiter? Oh, ja, jetzt seh ich's. Nein? Müssen wir weiter? Da hinten. Ah, ich seh's. Na komm. Und von hier machen wir nochmal. Ach, das verlängert sich immer von selber. Okay. Umso besser. Okay, ich bin gespannt, in was für eine Höhle wir gleich gezerrt werden. Das Ding muss ja irgendwo leben. Und höchstwahrscheinlich ist es eine Höhle. Wobei, es ist ein Unterwasser. Oh. Oh ja, stimmt, da war was. Ein Unterwasser. Ungeheuer. Ja, ja, ja. Noch sind wir richtig. Wo bist du? Ekelhafte Kreatur. Wie können wir so ein Ding übersehen haben beim letzten Mal?
Das ist massiv. Oh, hier ist wieder an Land gegangen. Okay. Oh, ich sehe es. Was tut es? Was? Es regeneriert sich. Wurde vollständig geheilt. Einfach so? Wer bist du denn jetzt? Ronadu. Kennen wir den schon? Ja, kennen wir. Wind. Magie. Ah, verdammt. Gegenstände. Ich muss meine MP heilen. Mich selbst. Das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass ich mich hier irgendwo hinsetzen kann. Magie. Aero-ra. Orkan greifen? Ne, wir gehen auf Vonado. Tosi damit! Verdammt! Was war das? Hat nichts gebracht? Kein Problem. Jetzt komm schon. Das war's dann. Ausgezeichnet. Genau so. Der Feind ist geschwächt. Okay, jetzt aber Aurora. Auf Ronadu. Das müsst ihr ihm den Rest geben. Warnung. Das wird so nichts. Nicht ganz. Ich bin so. Und los. Okay, Ronadu hat's hinter sich. Jetzt. Das sollte reichen. Verschwende. Das wird so nichts. Synchro-Fertigkeiten will ich nicht. Aero gibt's hier nirgendwo. Ja, dann verfolgen wir das Vieh. Schade. Ich dachte, ich könnte den aus der Luft heraus erwischen. Naja, ist too much. Wobei, wenn wir es schon haben. Weiter und immer weiter. Bring es hinter uns, Klein. Wir haben eine dritte ATB-Leiste bekommen. Das war jetzt nicht so schlau. Brauchten wir ja nicht. Verfolgung des Höllenreiters. Ah, okay. Wir müssen wieder die Spur aufnehmen. Komm her, Schügebö. Riech dich ein bisschen um. Ja, da war das Vieh dran. Da hat es rumgekratzt. Was ist? Na dann. Gehen wir hoch. Komm ich hier hoch? Hier komme ich hoch. Dein Ernst? Wie ich so komm. Wenn ich jetzt alleine da hochkomme, ne? Schäm dich, Schokobo. Schäm dich. So, und jetzt wittere. Da hinten. Da muss ich lang. Ah, wir kommen Richtung Höhle. Oder doch nicht? Hier können wir hoch. Das können die Schokobos hier in der Region. Fliegen können die nicht wirklich. Aber Wände hochrennen. Na los. Bevor das Ding entwicht. Wobei ich nicht denke, dass es entwicht. Moment. Wo muss ich denn hin? Noch weiter hoch. Und hier oben wartet es auf uns. Doch nicht. Where is it?
In die Richtung. Ja. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen die kämpfen. Gar keinen Bock auf die. Tschüss. Muss ich nicht. Okay, sehr gut. Wir sind dran vorbeigekommen. Ich schlüpfe lieber. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch, aber ja. Sicher ist sicher, ne? Oh, da steht er schon. Da wartet er. Wirkungslos. Moment, warum ist er wirksam Eis? Ich probiere mal Eis. Eis gar geht schon immer noch nicht. Ach so, geht nicht, weil wir doppelte Dingens brauchen. Moment. Was war das? Magie, jetzt müsste es gehen. Eisgar. Es hagelt. Hat er das auf uns zurückgeschmissen? Mir nach. Leuchtet der jetzt? Anders als vorher. Und einige Angriffe sind wirkungslos. Magieangriffe irgendwie. Ja, dann machen wir den Mutangriff. Es ist vorbei. Jetzt. Okay, der leuchtet gerade nicht. Dann versuche ich jetzt mal Eisgar. Wie viel MP habe ich denn? Oh, wir haben gar nicht mehr genug MP. Okay. Pech. Komm schon. Ich habe keine Ahnung, was er da tut, ne? Das Spiel ist aus. Volle Kraft! Na geht doch. Okay, Limit. Kreuzschlag. Auf geht's. Das war's dann. Auf geht's! Ich liebe Kreuzschlag. Sieht aus, als wärt ihr erfolgreich gewesen. Oh ja. Schön. Schön, dass ihr uns geholfen habt. Danke für eure Hilfe. Mem. Man sieht dir an, dass du eine Frage hast. Haben Na wir? Schön. Raus damit. Nichts fragen. Doch, doch, wir fragen. Nach den Gardisten der 7. Infanterie fragen. Wie geht's euch? Die Gardisten der 7. Infanterie müssten doch eigentlich in Midgar stationiert sein. Warum sind sie noch hier in Junon? Eigentlich sollte ich dir das nicht verraten. Aber als Dank für deine Hilfe... Wollte gerade sagen. ...Befehl von oben. Nach der Parade wurden wir hier stationiert. Noch etwas? Ja, und zwar, was war das eigentlich für eine Kreatur? Diese Kreatur war ein gemeinsames Projekt der Forschungsabteilung und der Abteilung für Waffenentwicklung. Mhm. Sie wurde in einer speziellen Unterwassereinrichtung gehalten, konnte aber nach einem Zwischenfall vorgestern flüchten. Ah, okay. Die genauen Zusammenhänge werden noch untersucht, aber es heißt, die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hätte ihre Finger im Spiel. Die kennst du doch sicher, oder? Kein blassen Schimmer. Noch nie von gehört. Als gäbe es keine Plakate von unseren Gesichtern. Oh, über die Shinra-Verbindungsfrage. Moment, das mal als letztes. Die Mission. Was ist eure Mission? Unser Auftrag war es, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Daher haben wir diese Kreatur verfolgt. Na ja, gut geklappt. Wir konnten sie erfolgreich zurückdrängen.
und somit von potenziell gefährdeten Zivilisten fernhalten. Na, immerhin, okay. Doch leider war sie zu stark für uns. Nachdem wir uns von ihnen getrennt hatten, sind wir nach Junon zurückgeeilt, um weitere Verstärkung anzufordern. Aber es hieß, man könne uns nicht helfen. Es stünden nicht genug Gardisten zur Verfügung. Blödsinn, Gardisten gibt es genug. Die wollen nicht helfen. Es geht nämlich das Gerücht um, dass wir uns mit der Anti-Shinra-Bewegung verbündet hätten. Dann fragen wir doch direkt danach. Ein Zusammenschluss von Shinra-Gegnern, die über das Land zerstreut und dennoch eng vernetzt sind. Sie alle wollen Shinra stürzen, aber es herrscht keinerlei Einigkeit darüber, wie sie das anstellen wollen und was danach kommen soll. Unter ihnen sind nicht wenige, die ohne Zögern zivile Opfer in Kauf nehmen. Ein rücksichtsloses Pack. Lüge. Der Ausbruch dieser Kreatur geht garantiert auch auf ihr Konto. Ja, klar. Sollte das stimmen, machen wir Behemoth-Futter aus ihnen. Behemoth. Ja, das war's. Danke. Ich gebe zu, dass ich Sorge hatte, ob die Sache gut ausgeht. Aber ihr habt es geschafft, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Selbstverständlich. Ihr habt euch dort draußen gut geschlagen. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages mal einen Soldaten befehligen würde? Und dann auch noch einen mit so einer Truppe im Schlepptau. Ein paar Terroristen, eine Ninja aus Wutai, ein Versuchskaninchen und eine Nachfahrin vom alten Volk. Da kennt uns aber jemand sehr gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. In meinem Abschlussbericht wird stehen, dass dieser Sieg einzig und allein der 7. Infanterie Midgard zu verdanken ist. Na klar. Das heißt, sie lassen uns laufen? Macht euch lieber aus dem Staub, bevor ich es mir anders überlege. Sonst... Ja? Spendiere ich euch eine Runde Rodeo auf einem Drachen. Ja, dann mach ich mit. Wenn wir das alles hier überleben, werden wir uns sicher eines Tages wieder begegnen. Und dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Auf was denn? Oh. Oh. Ganze Kompanie, zollen wir unserem Kommandanten Respekt. Nice. Salutiert! Cool, wir haben den geholfen, wir haben ein bisschen was bekommen. Nicht mit reinziehen dürfen. Aber das haben wir. Was nicht weiter schlimm ist. Sag mal, fehlt mir da ein Materia in meinem Schwert? Auftrag abgeschlossen. Ich guck gleich mal. Fehlt mir da irgendwas in meinem Schwert? Tatsache, in der Vulkanklinge. Da können wir noch was anbringen. Moment, nein, hier. Was können wir denn da reinknallen? TPMP, Stärke, Magie will ich nicht. Glücksboost. Ja, weiß ich jetzt nicht. Materialismus. Erhöht die Stufe verbundener Materie um 1. Gewitter und Luft. Vielleicht hier? Wo war das jetzt? Gestärkte Attacke. Okay, das können wir gleich mal gucken. Gestärkte Attacke. Aber ich wollte ja hier was anderes reinknallen. Das geht. Und dann mache ich hier gestärkte Attacke rein. Maximum schon. Erhöht den Einsatz von Magie, die physische und magische Attacke stärkt. Hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Okay, cool. Ich denke, wir haben jetzt hier in dieser Region... Haben wir jetzt alles? Aufträge 7 von 7. Junon-Region abgeschlossen. Grasland-Region abgeschlossen. Mittlerer Ozean. Ja, da müssen wir noch hin. Ich würde gerne in die Nibel-Region. Und da zu diesem schwarzen Brett. Wir machen jetzt eine Region nach der anderen. Und damit wir auch ja nichts verpassen. Nibelheim steht unter Oh, hallo. Die ist hier, ne? Okay, im Rathaus, glaube ich, war eine... Ah, hier. Okay, was gibt's denn jetzt zu tun? Auftraggeber, Verwalter des Rathauses. In letzter Zeit ist
in der Shinra-Villa die Stimme einer betrübt wirkenden Frau zu hören. Dieses Phänomen, das ist doch bestimmt ein Geist, oder? Leider kann ich da bei der Sache nicht selbst auf den Grund gehen, da mir der Zugang zur Villa verwehrt ist. Aber interessieren würde es mich doch. Ein Geist. Bezweifle es sehr, dass das ein Geist ist. Angeblich soll aus der Villa eine Frauenstimme zu hören sein. Da ist der Auftraggeber. Hi. Hier schon wieder? Was ist denn dieses Mal? Du hast einen Auftrag gegeben. Shinra-Villa, Schwarzkutten, Wutai-Soldaten erstmal. Die gefallenen Wutai-Krieger vom Reaktor sind von Shinras Forschungstrupp abtransportiert worden. Okay. Von woher sie eingedrungen sind, wird momentan untersucht. Dass es den guten Herrn Murasaki erwischt hat, kann ich irgendwie immer noch nicht glauben. Murasaki. Und was ist mit den Schwarzkutten? Patienten mit Mako-Vergiftung werden von Shinra zu uns geschickt. Mhm. Und auf Kosten des Konzerns bei uns behandelt. Eigentlich fehlt es ihnen bei uns an nichts, aber trotzdem sind in letzter Zeit einige von ihnen einfach ausgebüxt. Diese Strolche. So, und was ist jetzt mit deiner Aufgabe? Ich bin zwar offiziell als Verwalter der Villa tätig, kenne aber keine Details. Belegt ist, dass Shinra in seiner Gründungszeit Land von Nibelheim pachtete und die Villa dort als Forschungslabor errichtete. Ja. An was genau geforscht wurde, ist aber geheim. Und die Akten, die man nicht vernichtet hat, wurden größtenteils geschwärzt. Mhm. Ich frage mich wirklich, woran sie wohl gearbeitet haben. Wie? Was ist denn mit deiner Aufgabe? Sag mal, ihr wart ja ziemlich lange okay. In der Shinra-Villa. Verstanden. Was habt ihr da drinnen eigentlich gemacht? Gar nichts, das ist geheim. Wir haben uns nur das Terminal mal ausgeborgt. Verstehe. Wieso die Frage? Nun, es ist so, seit jenem Tag hört man aus der Villa manchmal eine Frauenstimme. Da dachte ich, also, ihr habt da nicht zufällig Geister gesehen? Oh doch. So ein Quatsch. Außerdem, wozu bist du der Verwalter? Sieh gefälligst nach! Mit meiner Zugangsberechtigung komme ich leider nicht in die Villa. Aber die Geschichte ist wahr. Das müsst ihr mir glauben. Ich glaub dir, natürlich. Im ersten Moment könnte man meinen, es seien einfach nur der Wind oder raschelnde Blätter. Aber da ertönt ein weinerlicher Singsang. Wirklich. Singsang? Wie von einer unendlich traurigen Frau. Okay. Oh. Ohne Scheiß. Ehrenwort. Und zwar erst, seit ihr in der Villa wart. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ja, diese Synchronstimmen. Ich finde deshalb, ihr solltet der Sache mal auf den Grund gehen. Die haben eine Gehaltserhöhung verdient. Aber ohne mich. Was? Du gehst als Erste da rein. Na, wer traut sich? Kommt mit mir. Eine Geisterlady also, ja? Untersuchung der Shinra-Villa. Ja, kommt, Leute, da wird schon nichts drin sein. Als ob da ein Geist drin ist. Ich bitte euch. Ich hoffe nicht. Wo ist das denn? Es müsste hier sein. Hauptstory. Verfolgung der Turks. Oh, hier ist die Hauptstory. Nee. Hier möchte ich hin. Shinra-Villa. Schnellreise. Aber wenn das möglich ist, warum nicht? So, oh, und hinsetzen würde ich mich sehr gerne. Ja. Das war absolut notwendig. Danke. Je nachdem, was da auf uns lauert, vielleicht ist die Dame, die da rumheult, ja nicht so nett. Wir werden sehen. Noch höre ich nichts. Also, ich kann nichts hören. Ich auch nicht. Gut, voll geklärt. Dann können wir ja jetzt wieder zurück. Ah! Junge. Was soll das werden? Ruhe. Oh, Vincent, was ist los? Beunruhigend. Sag bloß, du hörst was. Unter uns, spürst du es? Nein,
Ich spüre nichts. Aber wenn du das sagst, dann schauen wir lieber mal nach. Ist nicht dein Ernst, oder? Aber natürlich. Etwa Angst. Angst? Ich doch nicht. Ist mir völlig fremd. War mir nur nicht sicher, ob du der Sache gewachsen bist. Das lass meine Sorge sein. Ist das jetzt unser Team? Das ist doch völliger Unsinn. Ich meine, was der Verwalter da erzählt hat, das klang doch wie eine Spukgeschichte. Soll das heißen, hier gibt's Geister? Gut möglich. Also, wie bei den Gie, das waren ja im Prinzip auch so eine Art Geister. Mhm. Oh, wow. Diese Stimme, habt ihr das auch gehört? Klar und deutlich. Ach du Scheiße. Das klingt nicht nach einem G. Nee. Und was ist das dann? Das wird sich zeigen.